Pauw, 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 tsamma. Ich bin's wieder. Heute geht es um Überlebensinstinkt. Zur Erhaltung natürlich. Das ist auch ein Bestandteil davon, von Überlebensinstinkt, dass man das bewusst nicht nutzt. Es gibt natürlich viele Menschen mit offenen Anschauungen, Querdenker in Anführungszeichen, die sich verschiedene Schemas im Kopf haben ausgedacht, um zu erklären, warum dass man jetzt nicht auf Erhalt aufbaut, warum dass man jetzt gleich noch weiterhin materialistisch veranlagt sein soll und durch das die Ressourcen immer wieder immer mehr zu flöten geht auf der Welt. Und mir fällt einfach aus, also die Leute sind heute wirklich sehr vielseitig, wenn es darum geht, irgendetwas wegzulegen, verbal, oder den anderen zu erklären, warum dass er jetzt doch den Weg geht, wo die ganze Masse geht. Weil, wie man es erklärt, ist viel weniger maßgebend als das, was sich in der Realität manifestiert. Weil, wenn ein Mensch wirklich sich mit allem Möglichen befasst hat und am Schluss also genau gleich reagiert wie einer, der sich gar nicht befasst hat, der einfach im Alltag lebt, dann hätte es so gut sein können, wenn der Ausgangspunkt im Ausleben ja genau das gleiche wäre wie am Anfang. Und mir fällt einfach auf, dass die sogenannten Leute, Querdenker und die mit offenen Anschauungen, was auch immer für Begriffe ich jetzt da genutzt habe, einfach die meinen, so wie ich auch meine, Querdenker zu sein, offene Anschauungen zu haben, dass die wirklich in einem Mann stark sich ja damit befasst haben. Soll ich jetzt etwas machen oder nicht? Aber die meisten geben immer mehr Energie in die Richtung aus, wie sie das könnten erklären, so weiterzumachen, wie es jetzt ist, anstatt sich zuzugeben, dass wir Gewohnheitstiere sind halt. Dass wir uns an Sachen gewöhnt haben vom Umfeld, das ist auch nicht schlecht oder verwerflich oder so. Das ist ein Prozess, der dazu gehört und genau der Überlebensinstinkt gehört genau so dazu. Und die eine offene Anschauung haben, und das von jedem oder ein Querdenker ist, jeder meint, dass ich ein Querdenker bin. Übrigens habe ich noch selten einen kennengelernt, der sagt, nein, ich bin der Kenner, ich bin der wirklich einer, der das macht, was alle anderen machen, weil man hat noch nie Gedanken gemacht. Das höre ich wirklich so gut wie noch nie. Also, wie nicht, gar nicht. Die sollten sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen, ob nicht der Überlebensinstinkt zur Erhalt von uns, Nachkommenschaft von uns, wichtig ist. In dem Sinn, oder dankbar ist, weil wir genauso auch das Leben geschenkt haben bekommen, von dem, was uns dreht und vom Umfeld, was es ermöglicht hat. Aber je mehr Generationen verstreichen und das auf eine schleichende Art, je weniger wird es werden, dass man dankbar kann sein. Aber die Pharmaindustrie profitiert ja davon. Ja, es ist einfach schlussendlich egal, welche verbale Informationen oder Lebensbekenntnisse in den jeweiligen Köpfen herrschen. Wenn das Handeln und Taten darauf rauslaufen, sich weiterhin zu schaden und selbstzerstörend zu wirken. Und das dann noch mit Absicht. Also, dass man sich das so... Das ist wirklich für mich nicht... Das ist für mich wirklich unklar, völlig unlogisch, irgendetwas auszudenken, um zu sagen, ich will den Überlebensinstinkt nicht nutzen. Ich will es lassen. Und vielleicht haben viele Leute auch Mühe zu verstehen, was überhaupt Überlebensinstinkt ist. Es geht ja immer auf Erhalt raus. Auf dem ewigen Standpunkt, dass man sich entwickelt, dass man das Leben will erhalten auf der Erde und nicht das materielle Verhalten oder die Veranlagung, die wir heute haben in der westlichen Zivilisation. Es gibt keine Entschuldigung, die man also aussprechen kann, den Überlebensinstinkt nicht zu nutzen. Oder das wenigstens versuchen zu nutzen. Manchmal ist man allein wirklich nicht so stark, wie wenn man miteinander zusammen hat und sagt, wir wollen miteinander gehen, um uns zu erhalten und Nachkommen zu erhalten. Und
und das, was uns das Leben geschenkt hat, zu erhalten. Da gibt es einfach kein Argument, dass man sagt, nein, ich will das nicht. Von, ich bin glücklich und darum muss ich nichts machen, bis es macht einem kaputt und darum befasse ich mich. Es gibt kein Argument. Weil wenn man so denkt, wird es noch früher passieren. Dass wir, dann wird es weniger Generationen sein. Und das hat man wenigstens versucht. Oder Überlebensinstinkt, der Instinkt oder die Intuition. Die Bedeutung davon ist ja, ohne Wahrnehmungsfilter. Das heisst, man tut sich nicht ausmalen, oh, wenn ich keine Chance habe, wenn ich keine Chance habe, oh, dann lass ich es sein. Nein, man probiert einfach. Ein Reh, der vom Leuten von sagt, er sagt nicht, hey, ich habe keine Chance, bleib einfach mal stehen. Das habe ich noch nie gesehen. Und ja, ich vergleiche jetzt, eben wie gesagt, oder wie auch schon gesagt, ich sehe in der Natur manchmal bessere Vorbilder als das, was wir Menschen hier ausleben. Und, ja, wir sind ja Spuren des Grauens. Aber das heisst nicht, dass wir einfach die Köpfe hängen sollen. Der Überlebensinstinkt ist immer noch da. Es gibt nichts, was wir dagegen sagen können. Ja, viele argumentieren damit, dass die selbstzerstörerische Ereignisse seine Richtigkeit hat und in dem Fall oder in dem Sinn nichts unternommen werden soll. Das ist also der erste Satz, also mit dem Hauptsatz bin ich einverstanden, mit dem Nebensatz aber gar nicht, weil es hat seine Ordnung, kann man sagen. Es ist da, aber es ist auch da, dass man vielleicht auch damit fertig wird. So wie ein Reh auch fertig werden mit dieser Gefahr, die er ausgesetzt ist. Sollten wir auch dem eiskalt ins Auge fassen und mit dem fertig werden, was uns betrifft. Aber ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man es uns nicht einmal ins Bewusstsein reinlässt, dass es hier abgeht. Und ich auch einen Moment habe gebraucht, bis es einigermaßen ein bisschen zusammenbüscheln konnte. Und vor allem, wenn laut wird, gegen irgendetwas müssen zu unternehmen. Weil es uns bedroht, irgendwie die Natur und Mensch tut Schaden. Sagen viele, dass der Prozess oder die Zeit, wie man durch die Erde wandelt, dazugehört. Aber man tut immer den Überlebensinstinkt ignorieren. Und ich finde, ich bin sehr froh, gibt es das Wort. Und das Wort ist, das ist nicht nur ein Wort, das kann man beobachten. Man kann es in der Natur beobachten, es will einfach alles überleben, es kennt nichts, kein... Darum ist die Natur auch so stark, ich bin immer wieder so überrascht. Die es probiert und tut einfach. Und ohne Wenn und Aber. Obwohl es so wie wir umgehen, könnte ich wirklich meinen, manchmal, die Natur hat keine Chance, aber ich bin manchmal extrem erstaunt, dass die und das auch noch unter den verschiedensten Gattungen und Arten auch noch zusammenhaben. Irgendwie das alles miteinander, wenn man so im Wald läuft, das alles... Pflanzen und Tiere, alles einfach harmoniert irgendwie. Und von dem könnte man uns ein Stück abschneiden. Aber ja, könnte man auch sagen, wenn das falsch ist. Nein. Ja, eben, es gibt sogar Leute, die sagen, ja, wo ich die zwei Sätze vorher sagen, ja, der Überlebensinstinkt ist wichtig. Und dann zwei Sätze später oder fünf Minuten später sagen, nein, aus diesem Grund mache ich nichts. Mache ich mit dem, was alle anderen machen. Es ist ein totaler Widerspruch in sich. Das muss man mehrmals erklären, kommt keiner daraus. Und ich bin ja, wenn ich so an mich zurückdenke, bin ich genauso veranlagt gewesen. Vielleicht habe ich es nicht so ausdeutscht, aber ich habe es so gelebt, könnte man sagen. Und ich lebe es noch heute so. Ich habe ein Bewusstsein, aber dafür entwickelt. Und wenn man das hat, dann merkt man dann auch, dass man riesige Macht entgegenwirkt und merkt, dass man fast keine Chance hat. Und ich verstehe das ja aus dem Grund auch, dass man irgendwie sich etwas wegbüscheln will und sagen, hey, so gar nicht wird mein Leben. Und es ist jetzt einfach so. Ich kann ja nicht alles lackieren und vor allem vielleicht auch denen, die Familie haben. Die müssen schauen, dass die Familie aufrecht bleibt, dass einem Sohnemann oder einer Tochter ein Leben geschenkt wird, wo ja, wir wollen die eigenen Nachkommen wirklich gesund sein. Aber es betrifft ja nicht nur die Menschen, wenn es ein eigenes Kind ist. Die anderen haben genau auch das verdient, die vielleicht nicht
einen Vater haben oder eine Mutter haben. Genau die haben auch genau das Gleiche verdient. Aufbauen auf uns, auf Verhalten. Da gibt es wirklich kein Wenn und Aber. Und da kann man sich gegenüber mir noch so winden und wenden. Da wird man nicht weit kommen. Mittlerweile. Ausser die hören mal etwas Neues. Aber das, was ich jetzt euch hier sage, das höre ich immer und immer wieder. Es ist langweilig. Ich kann es echt nicht mehr hören. Wir Menschen, jeder Mensch ist einzigartig. Und ich höre nur Gleichgeschaltenheitsmodell, kann man sagen. Das Wort gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich vom Überlebensinstinkt rede, meine ich nicht nur die physische, sondern auch die psychische respektive. Die geschichtliche Erhaltung. Ja, die Geschichte ist ja das, was uns, wo wir daraus herauswachsen. Und das ist ja Geist und Körper gemeint. Also wo jeder Einzelne also den Unterschied kann ausmachen durch das. Jeder Mensch ist vielseitig, einzigartig. Und ich kann, das muss ich jetzt noch nebenbei hier sagen, ich kann nicht eine Einzigartigkeit beurteilen. Es ist ja eben nicht etwas, das ich verknüpfen könnte mit meiner Art, die auch einzigartig ist. Also kann ich nur sagen, die Person ist also immer, oder das, was er rauslässt, ist blöd und dumm oder so irgendwie und ich kann es aus diesen Gründen nicht verstehen. Solange die Person ja sonst nichts einem anderen antut, mit Druck sagt, hey, lass das sein oder so, ohne das abzusprechen mit dieser Person, ist auch keine Gewalt rum. Wenn man also irgendwie so eine komische Sätze rauslässt, irgendwie so blöde Sprüche oder so Running Gags, es gibt ja viele Running Gags heute so in bestimmten Freundeskreisen, wo man manchmal als Aussenstehender gar nicht so versteht, kann man ja nicht sagen, es sei dumm, sondern es ist einfach anders. Und das ist, ich finde das etwas Schönes. Also, jetzt wieder zurück zum Thema. ja, eben auswählen, wie dass man ja, sich glücklich fühlt oder dass es uns in der Schweiz, in Anführungszeichen, sage ich jetzt extra, materiell uns gut geht. Und das sagen sie ja nicht. Die meisten sagen nur, uns geht es ja gut hier in der Schweiz. Übrigens eine sehr egoistische Ansicht. Weil das, ja, Schweiz und Grenzen heisst auf einmal, alles andere kann nicht Einfluss haben. Ja, das macht auch nicht viel Sinn. Und aber die das so sehen, dass es uns gut geht und wegen dem muss man ja nicht motzen und Ja und Amen sagen, was man übrigens die ganze Zeit fördert, wenn man Nein sagt zu etwas, dann hat man ziemlich viele Diskussionen. Man muss also immer zu einem Ja sagen. Dann kann man ja nicht wirklich rausfinden. Dann muss man wirklich aus dem Tellerrand rausdenken oder aus der Schweizer Grenze rausdenken und mal einsehen, dass es nicht nur uns, dass es nicht nur alles an Grenzen entlang geht und auf einmal alles, was aussen nachher ist, uns nicht mehr betrifft. Schon rein politisch gesehen stimmt das nicht, aber auch rein aus der Naturgegebenheit stimmt das nicht. Und das ist kein Argument. Uns geht es gut in der Schweiz, also muss ich auch nichts unternehmen. Weil die Art, wie wir hier leben, hat Einfluss auf die anderen Länder, wie sie zerstückelt werden. Da meine ich jetzt nicht die physische Zerstückelung nur, sondern auch die geistliche. Und darum, ja. Und, also dass es eben gut geht, das ist nicht das Gute in dem Sinn. Das ist nicht gut, wenn es einem nur sich selber gut geht und den anderen nicht. Das bedeutet nicht, es geht mir, es ist gut. Genauso, das muss ich jetzt auch noch nebenbei sagen, wenn man es gut meint, heisst es auch nicht, dass es gut überkommt. Und das sind so Sachen, wo die Leute auch sehr schnell beleidigt sind, weil sie etwas gut haben gemeint und gemerkt haben, dass es nicht gut ist oder der andere sich beschwert hat, zum Beispiel. Da ist man beleidigt, betupft. Das ist eine Krankheit in meinen Augen. Eine Krankheit, eine Psyche. Man muss einfach das annehmen und davon lernen. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, du bist ein schlechter Mensch, sondern vielleicht ist man einfach in einem Irrtum erlegen gewesen und es braucht viel Mut, wenn man jemanden gerne hat, die Person noch zu kritisieren, genau in so einem Bereich.
Ich merke das immer wieder, als Mami, schon ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich das jemandem muss sagen, hey, du hast es vielleicht gut gemeint, aber es kommt nicht gut. Und genauso wie ich Hotelsachen mache, wo ich vielleicht gut meine, und nach einem halben Jahr merke ich, das kommt gar nicht gut, wenn ich es auch noch weitermache. Also, gut gemeint und gut ist immer ein Unterschied. Und das ist sehr wichtig, wenn es hier um einen Erhalt geht. Weil das Denkmodell kommt sehr schnell mal zum Einsatz. Wir meinen es gut, uns geht es gut, das gut. Das ist nicht automatisch einfach gut, wenn man es selber gut meint. So viel auch zu dieser Frage, wenn man jemanden sieht, hey, alles gut. Ich weiss nicht, was es genau immer bedeutet, aber ich könnte das mal eine längere Diskussion führen. Also eine interessante Diskussion, ich würde nicht dran nerven. Also, der Überlebensinstinkt ist für mich eine bestimmte Form von einer Notwendigkeit. Notwendigkeit, weil wir zu überleben. Und nicht um zu ansammeln in erster Linie. Vor allem nicht materiell anzusammeln. Und es gibt noch andere Argumente, wie man sich der Überlebensinstinkt ausreden will. Das nicht zu nutzen. Zum Beispiel, es hat seine Ordnung oder es gehört zum Prozess, wie ich schon erwähnt habe. Wie kann man sich glücklich fühlen, wenn die Natur, Mensch und die Tierwelt, und das, was uns dreht, wo wir unser eigenes Leben zu verdanken haben, was also uns selber ausmacht. Wie kann man sich da glücklich fühlen, wenn das, was uns ja ausmacht, kaputt geht? Es ist ein Teil von uns und das nachdem noch zerstört wird. Wie kann man da noch Glück fühlen? Ich sage nicht, man soll kein Glück mehr fühlen. Ich sage nur, es gibt viele Gründe, sich nicht immer nur insofern glücklich zu fühlen, nichts zu unternehmen. Das ist der Unterschied. Man muss das nicht immer verallgemeinern. Ich bin glücklich und dann meine ich in jeder Hinsicht. Und ich bin unglücklich und das in jeder Hinsicht. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Da gibt es verschiedene Geschichten, die man mal hinterfragen könnte. Es ist einfach ein krasser Druckschluss mit no Selbstreflektierung verbunden, wenn man meint, dass wenn es einem schon selber gut geht, sich glücklich fühlt, was damit verbunden ist, was man aus Erfahrung als glücklich und gut definiert hat bekommen und übernommen hat, das automatisch heisst, nicht müssen zu unternehmen. Und es ist ja so, wenn man merkt, dass es uns physisch und psychisch nicht gut geht, wenn ich also merke, oder wenn ich es empfinden habe, jemandem geht es nicht gut. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist, sagt man, oh nein, soll er etwas vorbeibringen? Oder wenn wir ein bisschen reden, dann ist man nicht immer allein nur daheim. Was macht man mit den Verwundeten, mit den Verletzten? Man pflegt sie. Das macht die Natur auch so, übrigens Tiere untereinander, wenn sie verletzt sind. Also nicht alle jetzt, aber viele Rassen. Es pflegt sie. Und was mache ich hier? Wenn ich das Gefühl habe, die Leute sind geistlich Verwundete, ich will sie abpflegen. Und das ist das, was ich hier mache. Ich will versuchen, die Leute zu pflegen. Ich will nicht sagen, dass das, was ich sage, richtig ist, aber eine Relativierung wenigstens herbeiführen. Nur das. Nicht, dass er seinen eigenen Gedankengang führen. Selber dürfen führen. Erst fordern und erst fördern. Und was auch sehr krass ist, warum das man eben den Überlebensinstinkt nicht nutzen will, ist die New Age spirituelle Welt, die im Moment sehr am Aufkommen ist oder schon lange da ist. Weil egal, welche Meister ich anlasse oder Bücher ich lese, niemand redet davon oder nur sehr wenig. Also das Verhältnis wieder mal, das ich auch schon erwähnt habe im Mainstream, ist wieder mal unglaublich. Das Verhältnis ist viel grösser. Ah, alles hat seine Ordnung und ja und Amen und du musst deine Einstellungen schrübeln und nicht das Gefühl haben, dass das, was du siehst, zu Recht so ein schlechtes Gefühl geben. Sondern es liegt immer an deinen Einstellungen und wenn du die anpasst, geht es dann auch besser. Das ist im Moment sehr am Aufkommen. Wenn zum Beispiel das Beispiel kommt, ja, ist das Wetter nicht schlecht. Also man sagt ja immer, scheiss Wetter und so weiter. Oder? Dabei ist das Wetter, ja, oder
Das Wetter ist ja nie schlecht. Es ist einfach. Ich stimme da teilweise zu. Also eigentlich komplett zu. Nur hier wird etwas völlig ausblendet. Wenn das Wetter so schlecht ist, dass es einem das Leben bedroht, dann kann man nicht einfach seine Einstellung ändern und sagen, ja, das Wetter ist, sondern dann hat man sich zu retten, sich zu erhalten, damit man noch weiter kann leben kann. Irgendwo sich zu verstecken vom Wetter. Zu verstecken. Einfach Schutz suchen, das meine ich. Und das ist auch etwas, was in der New Age Welt sehr, also für mich jetzt, viel zu wenig, wenigstens gleich fest thematisiert sollte werden, wie eben, dass man seine Einstellungen schaffen soll. Es stimmt sehr viel, was dort gesagt wird, aber durch das, die andere Sichtweise, die andere Seite von Metall gar nicht erwähnt wird, kommt schon, oder suggeriert es einem, nur die eine Sicht anzunehmen. Der Überlebensinstinkt ist noch vorhanden, es wird nicht einmal angetrieben, nichts. Es wird, es hat alles seine Ordnung und es gehört zum Prozess. Und nein, es ist nicht nur allein das. Es hat aber sehr viel Gutes, was man dort rausholen kann. Das ist wirklich so, das finde ich auch, ist lesenswert oder sehenswert, je nachdem, welche Bücher oder Medien ihr wollt konsumieren. Es geht immer darauf raus, ihr merkt es bei dieser Rede jetzt hier, um einen Überlebensinstinkt. Es geht immer in die Schnittstelle rein. Ich wollte jetzt nur ein paar Beispiele bringen, weil es hat, eben, ich sage ja, ich habe am Anfang gesagt, es hat sehr vielseitige Ansichten oder Ausdrucksweisen, wie man es ausdrückt, um zu sagen, nein, ich will den Überlebensinstinkt nicht nutzen. Kein Mensch würde mir das sagen, ja, die und die Schämen und wegen dem, was ich den Überlebensinstinkt nicht nutzen. So wird man es nicht sagen. Man wird einfach sagen, warum dass man da mitmacht. Aber kennst du, es ist wirklich noch nie einer zu mir gekommen und gesagt, ja, ich will den Überlebensinstinkt absichtlich nicht nutzen, weil, aus den und den Gründen. Das nicht. Es ist also irgendwie ist da ein Widerspruch vorhanden. Kognitive Resonanz, könnte man sagen. Wenn man zwei Sätze vorher sagt, Überlebensinstinkt ist gut und dann aber gleich nichts unternehmen. Nein, sogar das nicht einmal nutzen. Das ist wieder mal die Kluft zwischen Lippe und Handlung, die ich auch schon berichtet habe, vorhanden. So viel zu heute und ich würde sagen, bis gleich mal. Ich habe im Moment ein bisschen Angst zu tun, aber ich komme wieder. Bye.